Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus Dönerbude. Bevor wir loslegen, es wird seltsam. Die Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition, aber dumm. Das Projekt ist allein schon dadurch relativ gekennzeichnet, dass ich schon zu blöd war, mir die Blätter richtig auszudrucken. Und deswegen sind sie jetzt doppelseitig und auf einer Seite ist die Schrift auf dem Kopf im Vergleich zur anderen. Ja, und so wird das Projekt. Für die, die es nicht mitbekommen haben, das ist ein Teil meines 200 Abonnenten-Specials. Es ist meine erste Fanfiction, aber nachdem ich sie durch einen Textumschreibegenerator und mehrere Sprachen in Google-Übersetzer gejagt habe. Ich habe lange für diese Kombination gesucht. Da ich eine Kombination gebraucht habe mit allen anderen, kamen keine gescheiten deutschen Sätze raus, mit der hier schon. Nur haben sie einen komplett anderen Sinn. Das meiste kenne ich selber nicht. Ein, zwei Sätze habe ich selber gesehen, aber ich habe extra darauf geachtet, beim Erstellen nicht zu sehen, was kommt. Und ich werde jetzt versuchen, diese Geschichte so seriös wie möglich über ein paar Folgen verteilt vorzulesen und ich werde dabei Anfälle kriegen. Was es für mich noch schwerer macht, ist, dass, anders als ich es normal mache, nicht die Stimmen der Charaktere mit Farben markiert sind, weil das im Google-Übersetzer und so logischerweise nicht ging. Dieses Projekt wird wie die regulären Walross-Editionen immer Samstag und Mittwoch kommen, außer ich sag was anderes. Ich denke, also die Folgen werden auch so normal lang. Ich mache einfach so lange, wie ich gerade Bock habe immer. Weil die Kapiteleinteilung ist halt dieselbe wie im Original mit viel zu kurzen Kapiteln. Und ich würde sagen, wir legen los. Pokémon Mysterious Dungeon Walross Edition. Teil 1. Bist du müde? Geht es dir gut? Dies sind die ersten Worte, die ich hörte, als ich in diese Welt eintrat. Vor nicht allzu langer Zeit hörte ich eine Stimme, die sagte, ich solle die Pokémon-Welt retten und nur Leute wie ich können das. Ich werde alles auch Wort für Wort vorlesen, wie es hier steht, das heißt, wenn Grammatikfehler oder so drin ist, den lese ich mit. Als ich meine Augen öffnete und mich umsah, hatte ich einen Vulpix vor mir. Oh, es hat Vulpix beibehalten. Du bist endlich aufgewacht. Als du plötzlich aufgestanden bist, bin ich nach Silberdorf gegangen. Wer bist du? Ich tat dies, weil ich nicht weiß, warum ich alles verstehen kann, einschließlich der Vulpix-Sprache. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Kannst du es noch melden? Dieser Mann scheint ein bisschen verzweifelt zu sein. Oh, entschuldige. Okay. Jetzt mal ruhig. Ich habe gesehen, dass der Name Günther tatsächlich der einzige war, der wirklich häufig anders war nach dem Übersetzen, aber Gent? G-E-N-T. Ich bin Gent. Wo bin ich? Ich bin Lord Ecke. Sie sind an der Spitze von Silberdorf und Frühlingswald. Ich wohne dort. Keiner dieser Tage hat mir geholfen. Ich habe noch nie von so einem Ort gehört. Watti. Schon englische Aussprache, wie es geschrieben ist. Watti. Jedes Pokémon kennt Hilberdorf. Es ist die größte Stadt in der gesamten Region. Ich werde es später beantworten. Ich kann mir vorstellen, dass ich trotz vieler Dinge offensichtlich ein Mensch bin, kein Pokémon. Stimmen Sie wirklich zu? Warum siezen sich alle auf einmal? Du siehst aus wie ein normaler Kanimani. Ich war überrascht zu sehen, dass die Größe auf ihn aufpasste und bewies, dass ich ein Pokémon war. Aber okay, ich verspreche es dir. Ich weiß mehr als je zuvor. Wirklich? Ich glaube nicht, dass ich daran glauben werde. Was? Also ein paar von diesen Zitaten könnte ich hier als Memes in den Kanal einbauen. Ich glaube nicht, dass ich daran glauben werde. Ja, ich glaube dir. Ich habe lange zugesehen. Ich habe Pokémon getroffen, wir haben Freunde gefunden und wir können es... Was? Dieser Satz.
Diese Aussage, ich habe lange zugesehen, ich habe Pokémon gefunden, wir haben Freunde gefunden und wir können es beenden. Vor dem Absturz ist die Welt verloren, aber dann verloren, aber jetzt nicht. Wenn sie sollen, wenn sie nicht wissen, was sie tun sollen, können sie zuerst zu mir nach Hause kommen. Als ich ein Pokémon war, war mein Rat gut. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das Schlimmste ist, es hat sehr viele Gänsefüßchen weggemacht. Ich habe keine Ahnung, wann wörtliche Rede ist. Ich weiß nicht, was ich tun soll, und dann kann ich es dir sagen. Aber Lord Ecke, ich denke nicht, dass wir ihnen sagen sollten, dass ich ein Mensch bin. Ein richtiger Satz. Glaub es nicht. Ich fand ihn ein wenig glücklich, aber er stimmte zu. Kapitel 2. Das wird jetzt nicht echt eine Sache. Hier steht jetzt nochmal Hilberdorf. Ich glaube, hier wechselt sich Silberdorf und Hilberdorf ab. Kapitel 2. Die Freunde von Hilberdorf. Lord Ecke hat es in die Stadt geschafft, als er sein Geschäft in Silberdorf verkauft. Also ich finde das super mit dem Hintergedanken. Geschäft in Form vom Stuhlgang. Silberdorf ist wirklich klein, aber die dort lebenden Pokémon sind sehr nett. Lord Ecke war bereit. Er warf mich am Fuße eines großen Berges. Ich merk's, ich kann das sehr seriös vorlesen. Zwei Pokémon stehen über ihm und reden. Sie haben uns noch nicht gesehen. Bevor ich Lord Ecke fragte, wer diese Pokémon sind, kam er nicht einmal hoch. Jetzt tat er es nicht, was ich schrieb. Ich hatte keine Eile, also ging ich in jeder Hinsicht auf den Berg, als der in der höchsten Position bleibt, es normalerweise gerade. Ich hörte Lord Ecke bald mit zwei Pokémon sprechen. Bist du wieder bei Lord Ecke? Bist du wieder zu spät? Was wird dieses Mal deine Zeit sein? Nein. 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 Den nächsten Satz glaubt mir jetzt keiner. Nein. Ich beende es hier. Ein Pokémon ertrank am Kreuz und natürlich half ich ihm zuerst. Was? Ein Pokémon ertrank am Kreuz. Nein. Ich glaube nicht, dass sich die Situation nach der Aussage von letzter Woche verschlechtern wird. Da sagten sie, sie wären verloren. Sie sind seit vielen Jahren hier. Ja, ich weiß, aber dieses Mal meine ich es ernst. Das mit den Stimmen habe ich jetzt schon aufgegeben. Ich fand Lord Ecke sehr verärgert, also machte ich einen Schritt. Es sagt die Wahrheit. Bis jetzt hatte ich Floink und Bulbasaur nicht ungesehen gesehen. Lord Ecke war sich sicher. Weißt du, ich sage die Wahrheit, das ist Gunther. Okay, das ist Bulbasaur. Aha, das hat den englischen Namen für Bisasam behalten. Was? Ich bin Floink. Freut mich zu lernen, dich zu kontrollieren. Was? So richtig der geisteskranke Wissenschaftler oder so ein Bums. Freut mich zu lernen, dich zu kontrollieren. Lord Ecke sagte, wir müssten leise gehen, weil es dunkel war und wir viele Stunden in den Bergen verbracht haben. Also gingen wir hinaus. Als wir dort ankamen, aß er etwas und zeigte mir 4 Blocks. Die Mauer, relativ klein und einfach, aber sehr bequem. Schließlich warf er mich in einen kleinen Raum. Der soll... Oh, nee, das war die dritte Seite. Ich habe ja auf die Rückseite. Aber was hat ein Lord Ecke? Warum wirft der Gent überall hin? Schließlich warf er mich in einen kleinen Raum, der hauptsächlich aus einem Bett und einem Fenster bestand. Sie können hier sitzen. Bis morgen. Diese Worte hinderten ihn daran, den Raum zu verlassen. Was? Also hier, dieses Blatt, das ich hier habe, machen wir noch fertig. Wir haben legit erst die Vorderseite von einem. Aber ich habe eine kleinere Schrift als in der Original-Walross-Edition, also. Kapitel 3. Gefahr. In dieser Nacht konnte ich nicht gut schlafen. Wenn ich meine Augen schließe, sehe ich ein Pokémon vor mir. Gint. Mit I dieses Mal. Kannst du mich hören? Dunkel. Du. Hoffnung.
Ich konnte nicht mehr verstehen, aber ich wusste, dass es ein Pokémon war, das mit mir sprach. Am nächsten Tag beschloss ich, Lord Ecke zu fragen, was sie wüsste. Digga, das Programm weiß mehr über die Walrus-Edition als die meisten Zuschauer. Als ich endlich einschlief, also wer es nicht weiß, Original Team Himmel Let's Play. Lord Ecke ist ein Vulpix, aber Vulpix konnte nur weiblich sein, da hatte ich einfach drauf geschissen, aber... Am nächsten Tag, als ich aufwachte, war es noch dunkel. Ich hörte jedoch Lord Ecke in dem anderen Raum und beschloss aufzustehen. Wie ich immer erwartet hatte, ist es schon lange weg. Sonnenuntergang. Gunther, schläfst du gut? Ich beschloss ihn zu fragen, was ich sehe. In deinem Traum? Nun, Eckern, nun, jetzt muss ich Ihnen einige Informationen über die... Was? Über die Dunkelzirkulation geben. Richtiger Allmann. Sie haben vielleicht gehört, dass es lange Zeit dunkel war. Aber das Licht in der Sonne ist zu viel. Das liegt an einem Pokémon namens Necrozma. Digga, sogar der Akzent auf Pokémon hat's hier hinzugefügt. Aber als einziges Mal. Dies ist ein legendäres Pokémon, das dem Licht folgen kann. In unserer Gegend wird die Dunkelheit größer. Es wird zerstört und es wird kein Sauerstoff mehr übrig sein. Kurz gesagt, dies wird das Ende der Welt sein. Das Problem ist, dass die Macht des Nekromanten nicht erhöht wird. Nur ein Pokémon hat eine Chance zu kämpfen, aber es scheitert. Also sucht er nach Pokémon, das ihm helfen kann. Sei hilfreich gegen den Nekromanten. Dies ist der Name dieses Pokémon Latias. Er kann mit dir in einem Traum sprechen. Das Problem ist, dass keine menschliche Seele weiß, wo er ist. Sehr gut, dass alle anderen Pokémon-Seelen sind, ne? Hilfe. Ich frage mich, was Lord Ecke gesagt hatte. Schließlich realisierte ich meine Arbeit in einer solchen Welt. Ich wusste, ich musste Lati-San finden. Alter, wir haben Anime entwickelt. Lati-San. Und Necrozma fortsetzen. Ich verstehe nur nicht, warum Latias mich von Lord Ecke ausgewählt hat. Zu guter Letzt hat er die Welt schnell gerettet. Vor allem aber habe ich keinen Job verpasst. Ich weiß nicht, warum Latias mich gewählt hat, aber ich weiß, dass es einen Grund gibt. Und ich möchte das nicht zulassen. Es ist schlimmer, als ich dachte. Was ist das? Okay, ich habe gerade die übernächste Zeile gesehen. Was? Kapitel 4. Singende Erinnerungen. Erst einmal, Alter. Ich habe keine Ahnung, wie das Kapitel im Original hieß, aber garantiert... Nee, das war aber nicht ein seltsamer Schatten. Das war ein seltsamer Schatten. Singende Erinnerungen. In den nächsten Tagen versuchte ich auf diese Weise mehr über Latias herauszufinden und sie kannte keinen der Todesfälle in Silberdorf. Was? Ich erfuhr, dass sie zuvor mit Necrozma gearbeitet hatte. Necrozma lernte und Latias war für ihn eine Form der Kommunikation mit der Außenwelt. Trotzdem soll der Nekromant eines Tages verrückt geworden sein und begonnen haben, Dunkelheit zu beschwören. Latias versuchte ihn aufzuhalten, war aber erfolglos. Als ich die Informationen aller Latasia sah, bat ich Lord Ecke mir zu erklären, warum der Berg für ihn so besonders war und warum er dort war, um Floink und Bulbasaur zu sehen. Er begann zu sagen, nun, ich bin hier nicht weggegangen. Ich kam aus einer Stadt in einem anderen Teil unseres Landes. Zu dieser Zeit war ich dort, um die Welt mit ihm zu retten. Ich wusste, dass er kommen würde, was es bedeutete, und verstand. Sie wollte wirklich nicht berührt. Okay, das nimmt hier ganz seltsame Formen an, würde ich sagen. Als es verschwand, beschloss ich, dieses Gebiet zu verlassen. Ich konnte es nicht mehr tun. Ich musste über alles nachdenken, was wir jeden Tag erleben mussten, und ich konnte nicht mehr so leben wie früher. Also ging ich hierher. Es ist wichtig, dass ich an einen solchen Ort komme. An diesem Tag habe ich gelernt, Vollzeit bei Floink und Bulbasaur zu arbeiten. Also jetzt mal im Ernst, das steht da. Das steht da echt, auf so eine Scheiße komme ich nicht.
und bin dann mit ihnen befreundet, damit die ganze Stadt dort sehen kann. Und sie können den Spiegelsee-Feuertempel neben dem Dorf genießen. Ein beliebter Ort in der. Punkt. Es war unsere Zeit zu glauben, dass wir uns auf diesen Berg treffen würden, damit nicht alles passieren würde, was zu dieser Zeit passierte. Vergessen. Nachdem Lord Ecke mir das erzählt hatte, wollte ich unbedingt wissen, wann ich verkaufen soll. Kommt, wir machen jetzt noch das Kapitel fertig, auch wenn es länger wird. Wie schlimm es ist. Ich habe das Gefühl, dass ich einige dieser Dinge tun muss. Aber wenn ich auf diese Welt komme, verliere ich mein Gedächtnis und weiß nichts über meine Zukunft. Sehr philosophische Aussage. Abgesehen von diesen Ereignissen vergehen Tage und sie haben keine Besonderheiten. Also dieses Projekt wird jetzt nicht so lang. Ich weiß, 28 Blätter hat das. Wir haben hier jetzt 28 Seiten. Wir haben 2,5 heute gelesen. Könnt ihr dann ja einschätzen. Vielleicht 13, 14 Folgen. Mehr als ich dachte. Egal. Ah ja. Ich sehe schon. Abgesehen von diesen Ereignissen vergehen Tage und sie haben keine Besonderheiten. Aber was ist eines Nachts passiert? Ich versuchte zu schlafen, aber wie am ersten Tag konnte ich nicht aufwachen. Genau so rum. Es war dunkel. Und ich hörte ein seltsames Geräusch. Gleichzeitig dachte ich manchmal, ich hätte die Chips gefunden. Super. Digga, das ist das Geilste. Also komplett aus dem Kontext. Ich werde dann in meinen nächsten Videos solche Insider-Jokes bringen, die keiner versteht. So unter Motto, irgendwann zwischendrin komme ich einfach, ich dachte kurz, ich hätte die Chips gefunden. Mann. Ich versuchte mich davon zu überzeugen, dass ich alles dachte. Aber ich wusste, dass diese Stimmen da waren. Als ich meine Augen wieder öffnete, sah ich ein seltsames Blau vor mir. Dann sah er, dass ich aufgewacht war und warf ihn raus. Ich weiß nicht, wie viel Zeit seit dieser Nacht vergangen ist, aber ich war wieder in der Zelle, als ich aufwachte. Mein Kopf tut weh und wenn ich mich umsehe, sehe ich einen Sorua. Er stand vor der Zelle und sah mich an. Plötzlich gibt es eine Wache. Also wie auch immer, du bist endlich müde geworden. Ich muss mich beim Meister melden. Diese Worte ließen ihn aus dem Raum. Als ich mich umsah, befand ich mich in einer Höhle. Ich wollte wissen, was passieren würde und sah nur eine Alternative. Meine Nekrose wurde entführt, um meinen Weg frei zu machen. Oh mein Gott, was für ein unfassbar hinterhältiger Plan, seine Nekrose zu entführen, um seinen Weg frei zu... Was zum Fick? Es war klar, dass er kontrollierte, was passiert war. Als ich plötzlich ein Nein! 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 Das steht da nicht. Als ich plötzlich einen steinigen Stein daneben sah, da steht legit ein steiniger Stein, suchte ich nach einem Ausweg. Da die Zelltür komplett aus Holz bestand, beschloss ich, sie aufzubrechen. Es funktionierte, wie ich erwartet hatte. Ich habe die Gelegenheit genutzt. Als ich aus der Höhle kam, merkte ich, dass ich auf dem Hügel war. Ich habe einen großen Wald vor mir. Ich hörte ein Summen in der Höhle und fiel in den Wald. Damit sind wir für heute fertig. Wo ist das tolle Zitat, das ich mir unbedingt merken wollte? Hier. Um diese erste Folge zu beenden... Wenn ihr es nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. Wenn ihr es gut supportet, werden wir vielleicht auch die Nachfolger noch in diesem Format machen. Und zum guten Abschluss würde ich sagen, ich glaube nicht, dass ich daran glauben werde. Aber trotzdem dachte ich manchmal, dass ich die Chips gefunden hätte. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.